Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Niklas und wir sind bei den Worlds 2016 bei Summoners Inn. Ich bin hier in der Analyse-Ecke mit Eis ohne Waffel und Power of Evil. Ich freue mich sehr, dass ihr mit am Start seid durch die Nacht mit Summoners Inn, meine Freunde. Und wir werden jetzt gleich Zeuge von eventuell einem sehr, sehr tryhardenden G2 eSports, denn sie können mit einem Sieg gegen CLG in diesem nächsten Spiel es schaffen, dass Albus Nox Luna weiterkommt. Ist das, glaube ich, die Intention, mit der G2 hier jetzt reingeht? Ich denke, das wird halt wirklich ihre Intention sein, weil im Endeffekt die Wildcards haben halt eh schon richtig guten Ruf abgestaubt, diese Worlds. NA ist halt noch so, ja, so lala, sag ich mal, nicht so richtig gut, nicht so richtig schlecht. Ja, und wenn sie jetzt schon selber einen schlechten Ruf haben, dann geht es halt bloß noch darum, NA runterziehen, damit wir wieder auf einer Ebene stehen und deshalb schön zusehen, dass die Wildcards da weiterkommen. Nee, aber mal Spaß beiseite, ich denke wirklich, dass G2 jetzt immer alles powern will. Du hast ja auch viel jetzt auch von der Attitude geredet und jetzt sind sie ja so ein bisschen befreit. Der Druck ist runter, also ist halt eh over. Ja, es ist jetzt mal quasi, finde ich, so noch mal so eine Ehrenrunde nochmal. Ich glaube, sie wollen auch diesen Ehrensieg jetzt nochmal treffen. Sie haben jetzt nichts mehr zu gewinnen und deswegen können sie auch locker reingehen und ich denke auch mit dieser Einstellung jetzt locker reingehen zu können, einfach nochmal Spaß zu haben. Sollten es halt jetzt nicht so ernst nehmen, weißt du, so reingehen, so, wir müssen jetzt gewinnen oder ansonsten werden wir geflamed auf Reddit oder so. Also sollten da einfach locker reingehen, das Spiel gewinnen und dem Wildcard-Team die Möglichkeit zum Playoffs ermöglichen. Oder zur Weltmeisterschaft. Aber zumindest das hatte ich das Gefühl, das macht G2 sowieso immer aus, eine relativ lockere Einstellung, gerade von Perks, der selber sagt, also ich glaube vor dem Spiel gegen Albus Nox hat er noch irgendwas getweetet wie, ach ja, mal gucken, ob wir den Upset schaffen und gegen Albus Nox gewinnen können, was dann ja nicht mal funktioniert hat. Also G2 sieht es manchmal ein bisschen locker, vielleicht manchmal auch ein bisschen zu locker, könnte man meinen, von MSI noch damals mit dieser Urlaubsaffäre war auch ein bisschen eine kritische Angelegenheit. Wie dem auch sei, CLG, was sind deren Karten heute, was glaubst du jetzt, nachdem Luz direkt wieder ran zu müssen, direkt nach so einem Spiel dich aufzurappeln und dann zu bemerken, ja, wenn wir jetzt gegen G2 verlieren, sind wir richtig am Arsch. Das ist ja nicht nur der Lose, den sie mitbekommen haben, das ist natürlich schon ein Nachteil. Es ist halt auch die Situation, dass sie halt so oder so zwei Spiele hintereinander spielen müssen, denn je länger du halt am Stück spielen musst, desto mehr lässt natürlich die Konzentration auch nach. Deshalb möchte man es normalerweise auch vermeiden, aber im Endeffekt hat halt jedes Team quasi das losgezogen. Albus haben wir nachher auch nochmal zweimal direkt hintereinander, also da müssen sie alle durch. Und ja, es ist nicht schön, aber ich denke, es ist machbar. Also da sollten sie jetzt auch nochmal zusehen, dass sie da halt alles geben. Denn wie gesagt, wenn G2 gewinnt, dann ist das für sie natürlich auch ein... Ich glaube, das Wichtigste für CLG ist jetzt ohne Spaß einfach die Strategie umändern. Sie müssen wirklich eine andere Team-Composition draften mit einem Ziel. Entweder aufs Early Game oder aufs Late Game. Ich fand ihre komische Mid-Game-Composition nicht so stark. Und sie hatten einfach schon viel stärkere Team-Compositions, wo sie den Aurelion Zoll fürs Early Game hatten. Oder den Vladimir für Teamfights. Aber im letzten Game, da war einfach nichts da. Deswegen, die haben ja auch Coaches, die haben ja da ihren Staff. Deswegen, ich glaube, sie werden jetzt einfach nochmal quasi das letzte Game reflektieren in der Pause und müssen dann einfach quasi mit stärkerem Willen ins nächste Game reingehen. Was hältst du generell von Karma Midlane, die wir gerade gesehen haben? Wir haben es eben, als sie gehovert wurde und gepickt wurde, haben wir gesagt, das wird eine Karma Support, ganz klar. Was hältst du von der Karma in der Mitte? Es ist ja sehr, beliebt in EU, dass die Midlaner Karma gehen. Ich spiele sie auch einigermaßen gerne. Das Ding bei ihr ist, dass du ein Lead im Early Game bekommen musst. Du hast nämlich sehr, sehr viel Druck mit dem Snare, wo du einfach auch den Gegner drauf flashen kannst. Mit einem Jungler Gank hast du eigentlich meistens einen Free Kill. Du hast sehr viel Early Game Schaden, deswegen du musst quasi ein Early Lead bekommen auf Karma. Und wenn du ihn nicht bekommen solltest, weil du gegen einen Control Mage spielst und er einfach ein gutes Spiel abliefert, dann geht es darum, wie er schon gesagt hat, dass du einen Hyper Carry hast, den du dann spielen kannst im Teamfight oder einen Tank, der mit dir Engages bekommen kann, einen Alistar, eine Poppy, Toplane, solche Sachen. Aber das hatte er auch nicht. Er hatte einen Jace Top, er hatte einen Lucian Bot. Deswegen, es hat einfach nicht wirklich gestimmt. Und er hat nicht den Lead in der Midlane bekommen. Deswegen, im letzten Game hätte ich niemals die Karma Midlane, glaube ich, genommen. Ja. Okay. Und man muss auch sagen, also ich dachte ja, dass die Karma Support geht, weil sie halt eben den Jace in die Mitte setzen wollten. Der Jace Toplane hat sich halt auch überhaupt nicht ausgezahlt gegen die Poppy. Und ich könnte mir halt auch eher vorstellen, dass man halt auf seinen Spartan oder Darshan, wie er jetzt mittlerweile heißt, die hatten halt früher einen ziemlich guten Top-Fokus. Er hat ja viel Olaf gespielt, er hat auch viel Fiora gespielt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man da mit der Karma Midlane auch da ein bisschen so in so zwei Richtungen mit dem Hyper-Carry gehen kann. Also eine etwas breiter gefächerte Winning-Condition. So halt einerseits den Botlane-AD-Carry hast und auf der anderen Seite halt noch einen dominanten Top-Laner. Weil Darshan hat schon das Potenzial, auch Games alleine carryen zu können. Er ist zwar mittlerweile, finde ich, so ein bisschen schwanken geworden von der Leistung, aber früher war er halt übelst gut.
Ja. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in die Pick- und Bun-Phase hinein. Die wohl vorerst wichtigste zumindest für CLG, denn sie müssen dieses Spiel gewinnen, um noch eine Chance zu erhalten, um hier irgendwie weiterzukommen. Und die ersten Buns, da fliegt direkt Aurelion Zoll, direkt der Target-Bun gegen Huhi, denn der hat schon diese Worlds bewiesen, was er mit dem Champion drauf hat. Auf der anderen Seite Sivir nah. Sivir gebannt, eventuell will CLG den Jin nehmen. Ich glaube, er ist auf Caitlyn hinaus. Dixey hat, glaube ich, viel Caitlyn gespielt. Könnte auch sein. Hab mich nur gefragt, eventuell den Jin. GMS, beziehungsweise Nils, Zen, spielt sehr, sehr gerne Jin. Jetzt ist eventuell, würde ich sagen, Jin ein sehr, sehr starker Pick im Early Game, also in der ersten Rotation oder der zweiten. Mhm. Denn Jin ist jetzt auch ein sehr, sehr starker Champion. Der ist nur Astral, Jin, Lucian. Und da finde ich, glaube ich, ist Jin noch immer das stärkste mit Sivir und Caitlyn. Ich glaube, wir haben auch diesen Split erst ein oder zweimal. Tristana und Jinx haben wir auch schon gesehen. Aber ja, sie konnten sich bisher noch nicht so richtig durchsetzen. Ich glaube, ja, Jinx haben wir, glaube ich, einmal gesehen, ein, zwei Mal. Wir haben es auf jeden Fall schon gesehen. Sehr, ich weiß nicht, ob es jetzt ein oder zweimal war. Weil es eben auch Champions sind, die einfach viele Items brauchen, um. Man darf nicht vergessen, letztes Game war die Syndra das komplette Game offen. Wurde nicht gepickt. Diesmal ist es wieder offen, ein Game, was du hattest schon. Und CLG hatte auch schon die Syndra. Deswegen können wir gut vorstellen, dass einer von den beiden diesmal eventuell für die Syndra gehen wird. Mhm. Und dann natürlich der andere Part für den Vladimir, für den Fizz oder Lissandra. Ähnliche Helden, die einfach die Ultimate schön blocken können. Und ein quasi Corner-Pick darstellen. Ich glaube, also wenn jemand jetzt für Syndra geht, glaube ich, ist es halt wirklich App-Perks. Huhi ist, glaube ich, der Typ von Spieler, der halt wirklich einfach einen, ich werde jetzt nicht sagen, easy Champion braucht, aber der halt wirklich einen, der halt einen Auto-Carry auf der Lane ist. Halt sowas wie Karma, sowas wie Aurelion, wo du halt nicht viel verkehrt machen kannst von der Pressure. Ansonsten ist es für ihn da relativ schwierig. Man entscheidet sich jetzt wirklich für die Poppy First Pick. Und ich würde sagen, halt, momentan ist es auch schwierig, Poppy zu flexen. Wir hatten ja vorher nicht allzu lange Zeit so eine Mitte, wo du Poppy wenigstens noch als Support flexen konntest, aber ich glaube, momentan geht das halt einfach nicht mehr. Spielt, glaube ich, niemand mehr wirklich. Und die haben gerade so schnell Olaf und Gangplank gehovert, dass ich dachte, die locken die auch sofort ein. Ich glaube nicht, dass es der Gangplank werden wird, weil wir einfach das gleiche Problem hätten wie bei Jace. Und zwar, Poppy geht Armor und du willst nicht wirklich als als Gangplank gegen eine Poppy gehen. Du hast ja ein bisschen True Damage noch und die Ultimate für dein Team, aber im Endeffekt, glaube ich, ist es nicht der perfekte Pick jetzt. Der Olaf, bin ich mir recht sicher, dass er das geht. Schick hat sehr, sehr viel Olaf schon gespielt und ist ein sehr, sehr guter Olaf-Spieler. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass der Olaf auf jeden Fall eingeloggt wird. Das ist auch nicht das erste Mal, dass wir den jetzt sehen im Jungle bei den Worlds. Der hat da schon ein bisschen Zuspruch gefunden und man könnte ihn eventuell noch auf die Top-Lane flexen, aber ich glaube, da hast du bessere Möglichkeiten. Der Trundle, der jetzt halt offen ist, den kannst du halt der Trundle könnte man übel noch easy peasy gegen die Poppy setzen. Da hast du halt einen Free-Win eigentlich auf der Lane. Expect hat schon ein paar Mal Trundle gespielt, also der weiß, wie das Matchup funktioniert. Wie sieht es aktuell aus mit Trundle Support? Also könnte CLG jetzt sagen, hey G2, wir nehmen euch den Trundle weg, weil ihr ihn gerade nicht gepickt habt? Ja, aber jetzt momentan hat CLG ja nicht, der Trundle würde ihnen jetzt nicht so viel bringen. Ich könnte mir eher gut vorstellen, dass Gamers 2 jetzt den Trundle auf, eventuell auf Support nehmen würde. Mhm. Ja. Weil sie könnten den Flex picken auf Top oder Support und egal ob er Top oder Bot geht, er ist schon gut gegen die Poppy. Das ist einfach das Problem, dass du jetzt, wenn CLG den Trundle pickt, so gegen Astral ist der halt nutzlos. Da, dem ist das komplett egal. Gegen Olaf einigermaßen auch. Es kommt darauf an, wie du die Wand setzt. Aber meistens benutzt du es ja für den Slow und der Slow bringt dir nicht so viel gegen Olaf. Mhm. Lucian ist schwierig gegen Astral durchzukriegen. So, du siehst halt ganz gerne mal, wenn du Lucian spielst, dass die halt auch das Crit-Bill gegen Astral gehen, aber du hast halt keinen. Du kannst ihn halt nicht all-in, weil er dich halt immer backkitet. Also Jin ist da ja die wesentlich bessere Variante. Finde ich auf jeden Fall gut, dass man sich hier wirklich für den Jin jetzt entscheidet. Caitlyn war ja sowieso gebannt. Wobei Caitlyn, Esfil ist halt auch echt ein Höllen-Matchup. Ja, also wie gesagt, der Jin ist jetzt hier eingeloggt. Wahrscheinlich einer der letzteren Picks. Lucian hatte ja wahrscheinlich nicht das perfekte Game im letzten Spiel, deswegen hat er sich jetzt eventuell nochmal für den Jin aufgerafft. Ist auch quasi nochmal so ein neuer Start. Hilft manchmal auch. Das ist jetzt halt übelst gut für Bart gehen. Art Astral gegen den Jin noch, um die Ultimate einfach zu disablen. Und der Graves Jungle, den übernimmt man, den copy-pastet man quasi einfach von Albus Nox und sagt sich, yo, den Jungle und die Toplane. Ja, du machst ja nicht viel verkehrt, aber ich finde bei Graves, so sein Jungle Kill Speed ist top-notch in der aktuellen Meta, der ist halt richtig gut. Aber ich finde sein Teamfight-Verhalten ist halt so ein bisschen tricky. Weil wenn du nicht diese Spots findest, wo du auf engem Raum fighten kannst, um halt diesen Instant Burst rauszukriegen und wo du halt nah an den Gegner randashen kannst, dann bringt dir halt Graves nicht viel. Im offenen Feld ist er halt bei weitem nicht so effektiv. Also hier sieht man auch, wie wir es eigentlich schon gesagt haben, die Syndra für Perks und höchstwahrscheinlich sehen wir jetzt auch den Vladimir für Huhi. Letztes Mal, als dieses Matchup war, hatte ja Huhi das Matchup sogar gewonnen. Und die Syndra sehr, sehr stark disabled in Teamfights.
Deswegen sollte CLG eigentlich nochmal, das hat sich ja schon bewährt, der Pick, eigentlich nochmal das gleiche gehen mit dem Vladimir. Und als Support haben sie eigentlich recht viel offen. Sie könnten Bard gehen, um ein bisschen Mobilität für den Jhin zu haben. Was können wir denn sonst noch nehmen? Da könntest du nach Braum theoretisch noch gehen. Oder der Tahm Kench. Das könnte auch noch sehr gut sein. Gegen die Syndra. Da hat man einen Vladimir und einen Tahm Kench. Braum ist auch okay. Da hat man sehr, sehr viel Protection. Aber ich glaube, der Rumble Pick für Gamers 2 ist momentan gefällt mir sehr gegen CLG's Comp. Der sollte mit der Poppy kein Problem haben, gerade weil er halt auch diese M-Pen rushen kann und Poppy halt eigentlich ja in Richtung Sunfire gehen möchte. Und das ist für sie halt immer sehr unangenehm. Also meistens baust du ja also diesen Spektralmantel da. Außerdem Jhin recht immobil, deswegen auch sehr einfaches Ziel für Rumble. Und hier wird es ja Vladimir und dazu nimmt man den Braum, also hier von CLG. Eigentlich wirklich eine ziemlich solide Comp. Viel besser, also gefällt mir auf jeden Fall schon mal viel besser als letztes Game. Sie haben quasi einen richtigen Plan, sie haben ein richtig gutes Teamfight. Sie haben Kraze Damage aus dem Jungle, sie haben einen Engage von der Toplane, einen defensiven Support von der Botlane. Der Vladimir kann einigermaßen für den Jhin auch peelen. Das heißt, sie haben eine gute Team-Comp. Wobei Gamers 2 jetzt auch mit dem Jungle-Support, finde ich auch, beide Team-Comps gefallen mir sehr. Und es wird dann einfach, würde ich sagen, eigentlich darauf auskommen, wie sie dann in Teamfights es rausspielen. Ja, muss ich auch sagen, aber zum Late Game hin, glaube ich, gefällt mir CLG trotzdem ein bisschen besser. Ich muss sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass du halt einen Olaf hast, der auf den Gegner raufrennen muss und während er sein Ultimate zündet, quasi übelst butterweich wird und Graves halt sagt, Boots! Da ist halt, gefällt mir der Olaf nicht ganz so gut im Jungle. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die gegnerische Poppy durch den Jungle eventuell, wenn sie es wirklich picken sollten, auch disabled wird. Deswegen. Ja, und vor allem Jungle ist halt gegen Mini-Support sowieso relativ gut spielbar. Vor allem, auch wenn er sonst ein relativ schwacher Support ist. Aber in dem Fall kriegst du eine ganz. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall ein richtig spannendes Spiel. Also es gefällt mir, beide Teamcoms gefallen mir sehr, sehr gut. Ja, also von der Pick- und Bann-Phase auf jeden Fall kann in beide Richtungen gut ausgehen. Ja. Jedes Team hat die Möglichkeit, einzelne Picks des Gegnerteams zu countern oder einfach zu disablen. Dementsprechend eure Predictions, eure Hoffnungen, also eure Wünsche für dieses Spiel. Was glaubt ihr, wer gewinnt das Eis? Ich würde halt echt sagen, auch wenn es ähnlich aussieht, dass CLG so ein bisschen die Nase vorne hat. Also ich glaube, dass CLG eventuell 1-2 Helden besser countert von Gamers 2, aber ich natürlich trotzdem hoffe, dass Gamers 2 gewinnt, weil dann einfach schon Albus Nox weiter ist und das ist einfach, keine Ahnung, ich finde Albus Nox hat sich das verdient und wir sollten das schaffen. Wenn ihr auch Albus Nox-Fans seid, natürlich schon seit immer, nicht nur seitdem sie so gut in den Worlds performen, also schon seit der ersten Sekunde bin ich einfach nur Fan von Oleg und Bolek und Vladimir. Ich freue mich auf jeden Fall, Dimitri. Wir drücken euch die Daumen, G2. Wenn sie gewinnen, ist CLG aus den Worlds raus und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit unseren beiden Castern Maxim und Sola. Ja, wir sind am Start. Ah, die Leute freuen sich schon fort, schreien CLG. Wir hoffen natürlich, dass Dimitri und Co. Noch eine gute Chance bekommen. Das reicht halt wirklich aus, wenn G2 gewinnt. Ja. Dann hat nämlich CLG nur noch die Möglichkeit, 3 Siege zu erringen. Und mit dem direkten Vergleich zu Albus stehen sie schlechter da. Definitiv. Das ist jetzt tatsächlich eben genauso wie G2 im ersten Spiel Do or Die für CLG. Wäre natürlich sehr ironisch, wenn sie quasi im entscheidenden Spiel mit Vladimir verlieren. Verstehst du? Oh, jetzt verstehe ich. Gegnerteam, weil der hieß Vladislav oder sowas. Ja. Nee, Vladislav. Gegnerteam müsste dann Viktor sein. Stimmt. Alter, du bist einfach. Alter, das wäre insane. Also, du bist einfach der Wortwitzmaster. Wenn tatsächlich Albus jetzt durch dieses Spiel weiterkommt, sollten sie im nächsten Spiel Viktor und Vladimir spielen. Und Vai. Und Bart. Bart ist ja auch russisch. Vai nicht auch so russisch irgendwie? Vai ist auch russisch, ja. Na, Vai sieht aber aus wie hier. Vai sieht aus wie die eine von Overwatch, die ist russisch. Nee, die ist noch kräftiger als Vai. Aber sie hat pinkes Haar, dicke Arme. Alles klar! Quasi die gleiche Person. Das ist auf jeden Fall ein guter Vergleich, Alter. Lange Beine, kann auch Ivan sein, weißt du? Absolut kein Problem. Ja, sehr gute Vergleiche. Na schön, wir haben auf jeden Fall Sven mit dem guten SB am Start. Auf ging Stixey ran. Eigentlich ist das ein ziemlich cooles Matchup so. Das war heute die erste Begegnung, glaube ich, dieser Gruppe. Ich finde vor allem den Channel-Pick auch sehr clever, denn im Gegenteam haben wir die Poppy und Poppy, wir haben es gesehen, ne? 3 Items, 400 Rüstung, die kriegst du nicht tot, gerade nicht mit einem Ezreal als AD Carry, der zwar inzwischen im Late-Game nicht mehr schlecht ist, aber einfach nicht genug DPS hat, um einer Poppy gefährlich zu werden. Mit dem Trundle allerdings klaust du ihm die Rüstung normalerweise
Channel über zum Full Tank. Normalerweise pickt man Channel dann eher direkt gegen die Poppy auf der Top Lane, aber wir haben gesehen im Spiel von G2 gegen Rocks, dass ein Rumble Poppy Matchup gut für Rumble ausgeht und jetzt hat man quasi den konstanten Schaden von Rumble, um der Poppy gefährlich zu werden und Poppy vor allem in die Magieresistenz zu zwingen. Und man hat den Trundle, um das bisschen Armor, was dann die Poppy hat, auch noch zu verringern, damit es nicht mehr wehtut. Also das Prinzip hier wirklich, die Frontline von CLG arg zu schwächen mit Rumble und mit Trundle, finde ich gar nicht schlecht. Ja. Muss ich dazu sagen, dass jetzt auch kein Flash fehlt oder so. Ach, Respekt. Kann den Rumble ganz normal oben spielen, ohne einen Gank auf Level 2 gefühlt zu befürchten. Und Darshan hat nicht so krassen Wave. Also, ich meine, beide haben halt einen AOE-Q. Aber ja, muss dazu sagen, dass man mit dem Flammenwerfer noch ein bisschen besser dabei ist. Und deswegen passt das, denke ich, schon ganz gut. Naja, Botlane ist nichts Besonderes. Da sieht man natürlich, dass der Level 2-Vorteil auf G2s Seite ein bisschen besser ausgenutzt wird. Aber das ist im Prinzip nicht interessant. Und auch hier nimmt Perks die Raptoren mit. Ebenfalls kein ungewöhnlicher Move. So, jetzt sehen wir, dass sich beide Jungler so ein bisschen spiegeln. Beide auf der unteren Seite, beide Level 3. Schwingt allerdings deutlich weniger Mana, dafür einen Tacken schneller. Ich denke aber, beide Jungler sehr farmintensiv werden sich hier höchstwahrscheinlich erstmal gemütlich hochfarmen. Wir haben sehr sichere Lanes, eigentlich die überall verteilt. Mit Ausnahme von Toplane so ein bisschen, Rumble durchaus gefährdet da. Da sieht man, was mit einem immobilen AD Carry passiert, wenn er gegen Trundle spielt. Gegen den Pillar hat er nicht so viel Spaß. Oh. Kassiert hier direkt den nächsten Q. Sven macht das schon nicht schlecht. Svenja, obwohl quasi G2 das schwächste Team bisher mit auf den Worlds ist. Jetzt Flash raus von Stixel. E-Flash Q. Ah, hat er nicht. Ohne den Pillar wohlgemerkt, genau. Also einfach pure Panik. Ja, du erwähnst den Pillar gerade. Das nächste Mal ist der Pillar wahrscheinlich für Stixel tödlich, denn da kann er nicht im Notfall rausflashen. Mit so wenig Leben. Sollte das kein Problem sein. Smitty hier nun weiter am Drücker, gezogen auf die Keystones, sehen wir bei Vladimir hier, Strength of the Ages. Ist ganz okay, ich meine, er kriegt halt direkt AP dadurch, speziell die AP und ist bei den Camps halt in relativer Nähe, plus Caster, nicht Caster, sondern die Belagerung soll sein. Siege Minions zählt ebenfalls bei diesem Stacking hinein. Es ist eine langweilige Mastery für ihn, aber trotzdem effizient. X-Mitty mit dem Gag. Darshan, der ist schon ziemlich low. Expect, der muss sich überlegen, wie geht's denn jetzt am besten hin? Die Schrotkugeln tun schon ordentlich weh. Oh, flasht hier tatsächlich weg. Oh, das war's! Zack! Oh mein Gott! Nein, er kriegt den doch noch. Wow, da hat er auf jeden Fall noch gut HP von irgendwer bekommen. Schön gemacht, aber starker Gank von X-Mitty. Wirklich perfekt Raged ausgenutzt. Also wenn du halt den vollen 4 Schrot-Auto-Attack abbekommst, dann hast du halt nicht mehr viel Leben übrig. Ja, und das hatte ich angesprochen. Die einzige wirklich gankbare Lane ist tatsächlich hier der Rumble. Poppy, haben wir schon gesehen, kann da sehr effektiv arbeiten mit dem Flash E. Und jetzt hier First Blood, wir sehen nochmal das Replay. Natürlich wieder den Ward effektiv umgangen. Expect hat sich da ein bisschen zu sicher gefühlt, wurde dann hier von hinten überrascht. Macht das eigentlich wirklich nicht schlecht, aber X-Mitty maximale DPS hier flasht. Dann nochmal hinterher, der gute Darshan. Super wichtig. Also ohne den Passive-Bonusschein hätte es vielleicht nicht gereicht. Oder X-Mitty hätte weiter unter den Turret dashen müssen. Rox. Ja, der macht ja schon ganz gut Druck. Einen ordentlichen Farmabstand hier. Bereits 10 an der Zahl. Aber Huhi, das hat der große Vorteil. Kann halt ewig lang bleiben. Er hat schon für die Schuhe entschieden, hat dadurch auch mehr Pots. Und sobald er in die Base geht, sehe ich jetzt schon den Spectral Cow. Und damit einfach die ultimative Waffe gegen die Ultimate. Also ja, ich glaube, wir hatten eine Begegnung gehabt, wo einfach... Ah ne, ich glaube, das war eine andere Begegnung, aber da hat Syndra einfach permanent geultet. Die ganze Zeit. Weil entweder du vertreibst den Gegner oder du killst ihn. Ja. Und hier du sprichst halt an. Perks, der hat langsam Mana-Probleme. Hat sich hier mit Double Dorans ausgehört, um auch länger auf der Lane bleiben zu können. Funktioniert bisher nicht schlecht, aber der Druck wird natürlich mit dem fehlenden Mana immer geringer. Und Hui ist zwar 10 Farm hinten, wird das Ganze aber wahrscheinlich so halten können und dann... Wenn sich Perks irgendwann in die Base porten, muss zwangsläufig auch wieder aufholen. Ja. Und prinzipiell die Lanes alle sehr gut bisher für G2. Rumble gegen Poppy hatten wir im ersten Spiel schon gesehen. Ist ein gutes Matchup für Rumble. Sieht bei den Lasts auch dementsprechend aus. Midlane hatte ich zum Beispiel auch das Gespräch mit Grabs, hat er gesagt, bis Level 6 gewinnt Syndra, danach gewinnt andersrum. Eigentlich hatte er gesagt, glaube ich sogar, bis Level 6 gewinnt wohl Vladimir, hat er gesagt. Oder war es andersrum? Ich glaube, es gibt sehr viel Diskussionsbedarf bezogen auf das Vladimir-Syndra-Matchup. Also Vladimir hat einfach
hands down, sehr gute Waffen. Eigentlich schon in der Theorie, ja. So, und aber doch, genau, genau. Ich dachte nämlich auch immer, ja, wenn man einfach nur auf die Fakten guckt, er hat einen Pool, er hat viel Sustain, er baut im Air. Warum sollte er gegen Syndra bad sein? Aber Grabs hat auf jeden Fall gesagt, dass Syndra gewinnt. Ich glaube, bis 6 war es. Ich glaube, bis Level 6 gewinnt Syndra, weil da einfach die Magic Resistance noch nicht da ist von Rui auch. Jetzt hier in dem Fall. Aber sobald natürlich jetzt hier die ersten Items kommen, reicht der Burst Damage einfach nicht mehr aus, denke ich. So rum war es, genau. Nach dem ersten Backboard kann Vladimir nicht mehr verlieren. Also, zack, hier ist der Olaf nun im River. Perks ersetzt ihn. Komm mit dem Ghost an. Einnehmen das drauf. Da schon ordentlich verlangsamt. Aber Perks ist der Nähe. Flash. Oh, der hat verfehlt. Nee, das war's. Schöner Sidestep von Darshan. Muss ich hier von seinem Turm entfernen. Aber der ist nicht gefährdet, der Turm. Man nimmt jetzt hier stattdessen lieber den Blue Buff. Ist gegen Hui jetzt nicht unbedingt ein großer Verlust. Der ist mit Vladimir mal verloren. Oh, das ist halt aber schön Trick muss smiten, oder? Nice. Die haben kein Smite. Ja, der wirft ihn jetzt einfach. Oh, Smitty stark gemacht. Hui sofort mit dem Flash. Er kommt da hinterher, schnappt sich Perks. Hemoplague ist schon raus. Nochmal der verzweifelte Versuch mit der Ansicht-Power. Was hat nichts gebracht. Und CLG, ganz sauberer Kill. Und Hui, man hat es gesehen, er geht in die Base, holt sich defensive Items und macht 10.000 Schaden. Classic Vladimir Move. Oh, yes. Da sehen wir es nochmal. Der Versuch nicht schlecht hier mit dem Rausziehen, aber der Schaden war einfach nicht hoch genug. Ich glaube, man kann es doch, wenn man nicht alles täuscht, mit Syndra so timen, dass der Q- und W-Schaden gleichzeitig durchkommt. Hat er hier nicht perfekt gemacht, dann kommt Hui mit dem Ghost hinterher, schöne Graves Ultimate. Perks hat es nochmal versucht, hat sich mit seinem Tod abgefunden. Ich glaube, so ein Q vorher noch und das hätte gereicht. So, aber 2:0 bisher für CLG, 1000 Gold sind sie vorn. Eine grausame Grundvoraussetzung. Also du hast einen Graves, der vorne ist. Uhi, hier mit dem Crimson Rush. Immer ganz gut auf der Jagd. Und du hast einen Vladimir, der jetzt... Wir haben ja gerade drüber geredet, ne? Und jetzt hat er einen Kill mehr. Hm. Er hat halt Geistessicht, bevor Perks Morellos hat. Ja, dann kann gar nichts passieren. Ich meine, Trick könnt ihr noch überrennen, aber dazu hat Vladimir auch eigentlich viel zu viel Kite-Potenzial. Crimson Rush beschleunigt ihn, er hat den Pool... Das eh verlangsamt. Ja, Rui ist hier super safe, auch ohne Summoners. Ich denke, da muss er sich gar keine Sorgen machen. Dina ist jetzt einfach noch keine Last zu verpassen. Easy for Breezy. So, Ultimate wird gezündet. Botlane. Die beiden Supporter prügeln sich einfach die ganze Zeit. Speck hat seine Ultimate, aber ich sehe, die ist zur Stelle. Apomo hat bereits geflasht. Ist aber nicht so tragisch. Das W kommt ziemlich hart durch. Da kommt Trick jetzt noch dazu. 4 gegen 3 gerade. Darshan hat kein TP. G2 müssen jetzt mit dieser Überzahlsituation was machen. Mindestens den Turret holen. Im Optimalfall diven, Turret holen und Dragon holen. Weil Poppy Toplane bekommt jetzt mit jeder Sekunde Free Farm und läuft. Expect. Na, nicht da vorne, aber holt das Defizit auf. Jetzt eignet man sich den Turm an. Man hat Ezreal mit dem W-Buff. Kriegen alle mehr Attack Speed. Man hat Olaf mit ordentlich DPS am Turm. Sie kriegen aber viel Damage vor allem. Jetzt Afung ein bisschen gepokt. Sixer, der hat aber noch Ultimate. Da kommt sie raus. Sie werden den Turm hier definitiv nicht bekommen. Expect kriegt einen Turret-Shot ab. Ja, wer blockt das Ganze? Oh! Das war aber close. Deathfire's Touch reicht aber nicht aus. Sie kriegen nicht mal den Drake. Sie kriegen gar nichts für diesen TP. So richtig gut gemacht von CLG. Geduldig gewesen. Erst zurückgezogen. Und man hat sich ablenken lassen von G2's Seite. Auch ohne die Jhin-Ultimate. Schon vorher hat man sich da zurückgezogen. Perks findet ja auch kein Ziel, um seine Power zu unleashen, sagt man im Deutschen. Aber stark gemacht von CLG, sehr geduldig. So eine Reaktion sehen wir schon gerne. Ja, Sven dadurch ist aber trotzdem gute 10 Farmen nach vorne gekommen. Da hat Six in den einen oder anderen Last Hit unterm Turm verpasst, aber das hat da schon mehr als wieder ausgeglichen. Der war vorher 15, 20 Farmen hinter Expect, jetzt ist er gleich auf. Vom Level her sollte er einen kleinen Vorteil haben. Trick ist nicht so aus, aber der hat gar nicht mehr so viel Leben. Trick muss aufpassen, hier nicht zu sterben. Trick ist down. Was ist denn das? Was war das denn? Ultra obvious. Alter, einfach alles auf ihn rufen, das tut. Wer hätte es gedacht, wenn Olaf keine Resistenzwerte hat? 400 Leben. Jetzt Toplane Expect. Auch ein Problem. Da hat schon hier den Schild eingesammelt. Da haben wir doch den Weg abgeschnitten. Expect ist gesigned. Sie hat noch die Ultimate. Zack. Oh, er wirft die nicht hoch. Das war nur ein Auto-Tack. Das sah aus wie die aber ich meine, RT, das, normalerweise machst du ja das Q, das erste, dann wirfst du ihn hoch, damit das zweite Q. Achso, ich dachte, du meinst, dass die Animation die Ult war. Jetzt sehen wir es nochmal schick. Der hat hier wirklich 700, 800 Leben. Raum Ultimate trifft, alles trifft. Das war nicht mal der vierte, das war nicht mal der vierte Q, der vierte Autotake von Jhin. Das war wirklich einfach nur der Raum-Q. Der natürlich auch nicht Damage macht. Stark! Meine Güte, starke Reaktion, aber er hat noch nicht die Ultimate zur Verfügung. Rück doch Ult! Die ist noch auf Cooldown. Ist sie? Ja. Sicher? Ja. Hier, die tickt noch. Jetzt hat er sie. Oh, ist das bitter. Der hätte ihn halt komplett den Schädel abgeschossen. Ich dachte, der wollte nur warten.
So aus. Oh, aus BM oder was? Jo. Ich warte, bis du im Kollateral. Na, kommt da weg, boom! Und dann platzt die Maiwa der Schädel auf. Ja, hat nicht ganz geklappt, aber wenn der Grace so einen sicken Dodge hinlegt, dann wirst du mit Schrotkugeln gefüllt. Eieiei. Perks, was ist mit dir los, ey? Wurde eigentlich zum Rookie gewählt? Nee, Knight wurde, glaube ich, zum Rookie. Das aber letzten Split. Wer, Perks? Ja. Nee, Trick. Trick war das? Nein, gut, Perks hat aber echt Pech. Smitty mit Rui zusammen. Den zuvor hat er abgerissen. Smitty hat nicht mal geflasht. Oh, Sven auch Sven. Ganz allein. Oh, er flasht darüber. Er flasht drüber, aber wohin will er denn? Ja, zu seinem Team. Überleben tut er das Ganze. Aber der Botlane. Aber der Turm überlebt das nicht. Und das ist First Blood für... G2 also wird auf allen Fronten gerade überrannt. Also die wissen gar nicht, was ihnen geschieht. Links, rechts, oben und unten. Outrotated, outplayed, outsunned hier. Also versuchen jetzt Midlane zu pushen. Das war nicht dumm, das war nicht dumm. Aber die machen das clever. CLG stellen Sticks hier auf die Botlane, weil der Turm reicht. Oder es reicht einer, um den Turm abzuholen. Die anderen drei gingen jetzt hier aber Richtung Midlane, um den zu verteidigen. X-Midi mit Graves kann man den durchaus solo den Drake. Den Erddrachen. Keine schlechte Entscheidung. Vor allem nachdem der Botlane-Turm gefallen ist, wird die Botlane sowieso Toplane rotieren. Trundle war noch in der Base. Ezreal hat sich gerade erst verabschiedet. Da würde niemand mit rechnen, dass Smitty hier den Solo macht. Egal wer ist, wer kommt, egal wer. Sven könnte hier diesen Drachen unterbrechen. Aber niemand rechnet mit diesem Drachen gerade. Das war sehr gut. CLG First Blood Turret bekommen, Midlane-Turm verteidigt und den ersten Drachen auch noch bekommen. 3000 Gold vorn und auf dem besten Weg hier Albus den Einzug ins Finale zumindest zeitweise zu verwehren. Ja, wir haben sehr lange Theorie gecraftet, ja, das hier so schön deutsch ausdrückt wie ich. Ob jetzt G2 quasi ihr Bestes gibt, damit sie Albus einfacher machen, als ihren europäischen Mitkollegen in Anführungszeichen. Aber nein, G2 spielt einfach genauso wie vorher. Ja, G2 bringt wenigstens ein bisschen Konstanz in die Worlds rein. Alles läuft drunter und drüber, nur auf G2 kann man sich verlassen. Ja. Kann sich auch auf schlechte Leistung verlassen. Naja, Geistessicht schon fertig. Wir haben das Szenario vorher genannt gegen noch ein noch nicht fertiges Morello. Selbst wenn es fertig gewesen wäre, hat Perks 0,0 Kill Pressure auf Uhi. Da schon auch mit der Geistessicht am Start. Auch die Boots, das heißt, Expect kann ihn einfach nicht mal ansatzweise gefährlich werden. Ein sehr, sehr seltsames Item-Bild. Er hat, glaube ich, die Seekers einfach so gelassen und die geht's auf irgendwas Penetration. Ja, die ist wahrscheinlich wieder. Seekers. Kein schlechtes Item gegen Poppy. Wir sind ja wieder beim Thema, dass du gegen Poppy eine gewisse Tankiness brauchst und irgendwann ist sie nicht mehr gefährlich, aber man hat den Unterschied gemerkt. Swapdia ist gegen Expect selbst direkt aufs Leandris gegangen, der war selbstbewusst. Hier hingegen traut sich Expect nicht so viel in diesem Matchup zu. Seekers bringt einfach gar nichts. Nee, nicht wirklich. Macht alles von Poppy Physical Damage? Nein, Passive macht Magic. Okay. Und dann ist ja umso weniger effektiv. B macht auch Magic, aber. Weil ich meine, die Passive ist ja quasi gar nicht mal so ein kleiner Anteil. Das ist der Combo von Poppy. Geht. Ich glaube. Auch die Ulti macht Magic, oder? Die Ulti macht Physik? Okay. Also das Einzige, was noch Magic macht, ist der hier Undying, Quest of the Undying. Aber ich würde sagen, wenn du die EQ Auto Attack Combo nimmst mit einer Passive, dann ist die Passive mindestens ein Drittel des Schadens. Q ist insane. Ja, aber in die zweite Instanz kannst, also in die zweite Instanz wird er nicht reinlaufen, wenn er eh nicht gestunt hat. Ja, dann sollte man nicht sein, ne? Aber nee, es ist wirklich nicht viel magisch. Also kannst bei Champion oder G gucken, es wird niemals ein Vorteil sein. Wird denn der komplette Autotech? Der komplette Autotech? Nein, nur bis Bonus. Ah, okay, dann erklärt sich das. Und Expect jetzt wieder. Der ist tot. Flashed Ulti? Ah, kein Bock. Buchstäblich keinen Bock, ja. Also ich hätte es probiert, aber ich glaube, hier haben die Seekers geholfen, wirklich. Aber nur ganz dezent. Ja, sie kriegen jetzt den Top-Lane-Turm, das wollen sie nicht. Top-Lane-Turm fällt. Top-Lane-Turm dafür aber auch. Man muss dazu sagen, bei solch einem Spielstand sind ausgeglichene Trades eigentlich was Gutes für G2. Sie können 1000 Gold gegen 1000 Gold traden können. Ist das nice, denn desto größer quasi der Goldpool ist, desto weniger fallen 3000 Gold Unterschied auf. Ja, der prozentuale Unterschied ist halt anders. Weil es natürlich auch heißt, das ist natürlich eine sehr theoretische Aussage, gerade zu solchen Spielzeitpunkten können 1000 Gold auf beiden Seiten den Unterschied machen zwischen CLG kriegt gerade ihr erstes Core-Item fertig oder eben nicht. Das heißt, so ein 3000 Gold Unterschied kann auch zu gewissen Spielzeitpunkten größer sein im Endeffekt.
oder mehr ausmachen als zu anderen Zeitpunkten. Ich habe auch das Gefühl, dass genau dieser Golden Sheet gerade bei Huhi der Fall ist. Ja. Ich meine, der hat gerade sein Turbo-Bert fertiggestellt und das ist ein richtig sicker Power-Spike. Das Ding tut halt wirklich, wirklich weh, wenn er unter Perks poolen sollte. Generell ist CLG schon jetzt gut aufgestellt. Du hast angesprochen, Rui hat seinen Power Spike gerade fertig. Sixer hat seinen Ghost Blade. Und bei Jhin hast du generell den Vorteil, dass du auf deine Power Spikes gar nicht so angewiesen bist. Einfach weil du keinen Crit hast. Das ist bei Ezreal zwar eh nicht der Fall, aber bei Ezreal ist dieser zweite Power Spike doch nochmal deutlich spürbar. Sixer macht jetzt quasi, egal was passiert, seinen Job, wenn er natürlich nicht blade. Sven inzwischen. Bei ihm kommt aber dazu, dass er einfach Jhin. Ja, absolut. Absolut. Das ist einer der großen Vorteile. Jetzt hier Ghost benutzt. Das könnte reichen! Stark! Von Afromu! Stellt sich da davor, Mithy jetzt ebenfalls mit dir. Und jetzt kommt nicht mehr Reichweite! Wie bitter! Mithy ist auch nicht betäubt. Sixer hat natürlich das Besondere. Er ist Jhin, der kann und auch nicht treffen. Und jetzt wird Jhin hier noch helfen. Das ist so gestört. Schießt da rein. Die killt nicht ganz. Spielt aber keine Rolle. Trotzdem wird sich hier Mithy verabschieden. Darshan ist so tanky, dem ist alles egal. Item noch steht noch zur Verfügung, da soll man ein bisschen aufpassen. Aber der haut den einfach eiskalt nicht raus. Himo Plague auf Sven. Also hier gibt es nochmal 500 Leben. 600 oder so. Kann man machen. Es war aber eigentlich gar nicht schlecht gespielt von G2. Also die haben CLG unter Druck gesetzt, auch quasi zum Rückzug gezwungen. Die sind noch nicht raus aus diesem Spiel. Aber Afromu, bärenstark. Absolut, hat hier sein Medic über das Leben gerettet. Dann ärgerlich, dass Mithys Q nicht getroffen hat. Hier sieht man es nochmal. Zack, Flash, Sprung. Und jetzt hier. Oh, war das klar. Oh, die Zähne, die waren schon an seinem Gesäß. Ja, aber. Aber ja, Mithy konnte da am Ende nichts mehr. Das ist natürlich die Besonderheit am Jhin. Zack, Ult nochmal getroffen. Wunderbarer Flash, eh auch von Darshan. Perks hier einmal durch den Turret gelaufen, verschont worden. CLG. 4000 Gold. Riesengoldvorsprung hier an der Stelle. Die Verteilung des Goldes ist auch ziemlich solide. Also Afro möchte einen Kill verdient, muss man auch dazu sagen. Ja. Hat ja da das Leben gerettet. Aber sieht nicht gut aus. Er ist schon ärgerlich. Also ich muss sagen, bei internationalen Turnieren hat der G2 echt was durchmachen müssen, was jetzt auch Kritik von außen angeht. Sie haben ja auf den MSI-Turnier, auf dem MSI haben sie, glaube ich, 2-8 Stats. Und hier 0-4, 2-12. Da hat Albus bessere Stats. Ja. In einem Turnier. Ja gut, kann man sich mal gönnen. Top den Turret nicht ganz genommen. Darshan ist immer noch in der Lage, das Ganze zu verteidigen. Geht jetzt auch aufs geliebte Sunfire Cape. Das heißt auch hier so ein bisschen Wave Fear. Und natürlich Resistenzwerte gegen Trick Sven Afromu. Er hält hier mit dem Schild einiges aus. Die Ultimate. Ah, oh, das ist gut. Da wird er hier abgeholt. Ist ärgerlich. Hat auch seine Ultimate nicht verwendet. Vielleicht war sie noch auf Cooldown. Aber das war wichtig. Vielleicht kriegen sie dadurch jetzt hier den T1 in der Midlane. Der sich nochmal so ein bisschen ins Spiel zurückbringt. Man versucht jetzt mit der Jhin-Ult, mit Graves-Ult nochmal zu verteidigen. Kriegt das sogar hin? Oh, mein Gott, der hat noch. Oh, Himo Plague! Ist auf drei Läufen drauf. Mithy kriegt Perks den guten Heal. Aber Darshan wirft ihn hoch, wird ihn jetzt, denke ich, hier zack aus dem Leben hämmern. Der Turret steht noch. Oh, zwei Gott, Kills hier für CLG. Oh, mein Gott. Das hätte nicht passieren dürfen. Starker Engage, aber auch von Hui hier. Ghost gezündet, reingeflasht. Ich glaube, drei oder sogar vier Mal mit der Ultimate getroffen. X-Midi jetzt aber. Nochmal mit der Smoke. Das sofort rausgekommen. Also das ist halt wirklich grausam. Ging jetzt hier den Turret in der Mitte. Damit die erste Verteidigungslinie komplett abgerissen. Die Folge davon ist nicht nur globales Gold, sondern man kann die Wards nochmal ein Stück weit nach vorne rücken. Das heißt, CLG hat den ganzen River gepinkwardet. Und das Ganze kann man jetzt weiter nach vorne legen, wenn man den mag. Und G2 muss paranoid werden in ihrem eigenen Jungle. Das heißt, der Verlust für Trick ist sehr, sehr groß. Und er ist schon 30. Oh, hier sehen wir es nochmal. Die Jhin Ultimate hat da nicht unwesentlich zu beigetragen, aber das war ein genialer Engage von Hui. Viermal Ultimate. Gott sei Dank, auch schon. Dann der Snare von Jhin Long Range. Muss nicht mal wirklich in der Nähe sein, um effektiv zu sein. Sven macht hier eigentlich wirklich einen guten Job. Trifft jeden Q, immer gut positioniert. Dementsprechend auch der einzige im ganzen Squad von G2, der noch nicht gestorben ist. Aber ja. Hat einfach nicht genug Einfluss. Gerade gegen so einen Champion Poppy ist es schwer, mit Ezreal wirklich ein Game effektiv noch zu carryen. Er ist einfach im Solo-Queue und hat vier Leute mit Autofill. Gerne in Mighty.
Einfach nur GG. Naja. Ist man durch. Er hat ja auf jeden Fall sein Trinity Force, Mana Mune Power Spike. Ich denke, Muramano wird auch bald fertig sein. Schon 21. Minute lang, wird Zeit. Aber Stixie halt mit Duskblade und Ghostblade. Zwei verdammt teure Items. Ja. Na, vor allem gegen eine fehlende Frontline. Normalerweise ist der Nachteil von einem Duskblade und der Grund, warum man immer mehr Richtung Maw geht, gerade wenn die sowas wie eine Syndra haben, dass sie dieser effektive Duskblade-Proc nicht so viel bringt. Denn im Endeffekt musst du meistens auch Tanks auto-attacken und ja, oftmals geht der Proc dann ins Leere. Aber gegen so ein Team, was G2 hier hat, klar, da ist ein Trick mit relativ viel Leben dabei, aber so ein Duskblade-Proc, der tut jedem weh. Außer natürlich eine volle HP, aber... Ich glaube, Trick wird hier auch komplett weggeholzt werden. Selbst Hui kann halt... Ich meine, er kann nicht überragend peeren, aber mit der Ultimate 12% Schaden drauf machen. Expect, und Darshan, ja, der nimmt ihn jetzt auseinander. Der hat schon wieder seinen Stunt zur Verfügung und Expect. Ich meine, er kann halt nichts machen. Du kommst vor... Oh, oh, KS aus 100 Kilometern. Im Prinzip ist er besser aufgehoben auf Stixie, muss man auch dazu sagen. Also Poppy hat hier schon... Aber liebe, schau mal, das waren gerade 350 Schaden vom W. Ultimate. Ah, oh, der Fail-Flash! Wie ärgerlich, aber lebt er trotzdem noch? Nein, die S-Hult. Die haut ihn ja auseinander. Perks wird aber ebenfalls hier sterben. Der hat dann null Chancen. Und Sven mit dem Arcane Shift sich nochmal ein bisschen in Sicherheit gebracht. Sven, der gibt hier wirklich alles. Macht so einen guten Job. Ist hier eine konstante Bedrohung. Kriegst du jetzt ein bisschen weit vorn. Oh, hat der Draktar? Nee, Draktar hat er witzigerweise auf Olaf abgebaut. Da sprechen wir gerade noch drüber. Und jetzt Sven da. Knapp nicht gestorben. Spectre doch keine Ultimate. Ja, das war aber ein bisschen ein 1:1 Trade. Miffy, ihr wartet tot jetzt. Oh, oh, clever! Oh, den Stuhl auch nicht dort. Nee, aber schon. Nee, er weg, hat kein Q mehr. Ist weg! Ei, 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 Miffy hier mit dem Mindgames. Das war nicht richtig gemacht. Super gut entkommen an der Stelle, aber trotzdem sieht es für die. Das war aber ein extrem komischer Move hier gerade. Ich explodiere erstmal mit dem Flash. Nicht optimal, sagen wir es mal so. Aber jetzt, Miffy. Warum Flash? Was war das für ein Flash? Ja, der ist gegen die Wand geknallt. Ja, aber X-Midi hat quasi nur durch die Ezreal-Ult hier leider grau gesehen. Sonst wäre er weggekommen. Einfach nur, weil Midi gesagt hat, ich habe 800% Leben, ich flash mal weg. Kann man machen. Aber gut, hat ihm im Endeffekt wirklich das Leben gerettet. Sonst wäre er da vielleicht gesandwiched worden. Aber CLG auf dem Vormarsch. 5000 Gold vorn, 303. Stixey 302. Ruby. Ziemlich, ziemlich fett, die Kollegen. Sven jetzt aber Muramana fertig und wenn es nochmal irgendeine Gefahr gibt, die von CLG oder von G2 eher für CLG ausgeht, dann ist es Sven. Sven ist hier wirklich mit Abstand der aktivste und auch beste Spieler, ja, gerade bei G2, der am meisten Druck ausübt. Wow. Perks hat gerade Rabadons fertig gehabt. Dann das Ganze nochmal Undo gemacht und stattdessen Voidstar Pro. Macht aber absolut Sinn gegen das Team. Aber ich meine, wenn er eine Aufgabe hat, dann ist es. Aber auf Syndra lohnt sich generell. Ja, das stimmt, da stimme ich dir zu. Aber im momentanen Teamfeld-Szenario kam er bisher noch nicht einmal dazu. Mit dem ist nochmal gestarnt. Autotech doch einfach, Hui! Will er nicht. Ist ein bisschen müde. Afromu. Oh, der Heal! Es reicht aus und Sven doch! Oh, mit dem 700er Grit die Seele einfach ausgerissen aus dem Körper. Trick ist auch low. Snare trifft nicht. Schöner Sidestep nochmal, aber 2:0 Trade. Baron wäre definitiv auch eine Option. Man nimmt jetzt hier aber erstmal den T2-Turm. Den Hibitor wird jetzt anvisiert. Braum-Ultimate wäre zu einem theoretischen Dive noch. Oh, Uli. Er sagt, alles klar. Schwammel-Ult nicht schlecht gesetzt. Man muss hier außen rum. Das war nicht die beste Entscheidung von CLG. Trick kommt frisch aus der Base. Ja, aber es ist konsequenzfrei. Also, ich glaube, es ist selbst so ein Gurk-Manöver. War hier wirklich komplett egal. Sie haben den Turret bekommen auf der Top-Lane, den Inhibitor-Turm kann man da nochmal ein bisschen stehen lassen und formiert sich jetzt neu, geht zum Infernal und danach kann man vielleicht sogar anfangen am Baron zu tanzen. Darshan kann man jetzt nicht botschicken, also kann ich nicht. Wir sehen das Ganze nochmal. Miffy, da hätte Hui halt 10-mal Autotacken können. Er hat lieber Q und E gedrückt. Ein Autotack hätte Miffy, glaube ich, getötet, aber hier sehen wir nochmal der Heal von Stixer, hat ihm brutal das Leben gerettet. Dann Flash, 700er Crit. Das ist die Power des Armor Pen Item Builds. Und jetzt der Infernal Drake, ja sogar an G2. Also wenn G2 was kann, dann ist es Drake so und wer man behind das Trick wird jetzt hier wieder bedroht, muss weg ulten. Das war aber ein guter Trade für sie, definitiv. Blue Buff geht auch an Perks. Ja, der nimmt ihn ganz safe in seiner eigenen Base. Also ein Infernal Drake könnte echt hilfreich werden. Puri jetzt hier 1 gegen 3, ist ihm relativ egal. 1 gegen 4 dann aber doch nicht mehr. Pool ist schon raus, Syndra, ja, aber der Champ, der ihn jetzt hier getötet hätte, nicht, ja, da leider. Das ist nicht sehr in Range. Vorsichtig.
da schon auf der Botlane hat sein TP noch nicht ready. Wenn G2 das weiß, könnten sie jetzt hier vielleicht versuchen, aggressiv zu werden. Den Turm da endlich mal zu holen. Ich glaube, das war da schon mal aber so geplant. Also ich glaube, der Dream wäre einfach nur, sie nehmen selbst Infernal, lassen da schon jetzt unten und er läuft jetzt halt noch bis zum nächsten Turm und bis dahin hat er sein TP. Naja, der gewinnt ja vor allem auch das 1 gegen 1 im Expect. Haus hoch, also da alle. Jetzt den Splitbush zu beginnen, das macht sehr viel Sinn. Zumal ja da schon auch den Vorteil hat, er kann Impact vom Teleporten abbrechen, aber Impact kann ihn nicht abbrechen. Und er kann ihm auch nicht wirklich viel Schaden zufügen. Nee. Das geht halt wirklich gar nicht. Naja. Darshan und dabei die Krabbe, glaube ich, nebenbei zu vernichten. Was richtig sneaky wäre von Darshan, wäre, wenn quasi Darshan und Expect beide auf der Lane sind, gegenüber sich stehen, dass Darshan dann Teleport macht an Fakes und Expect auch zum Porten bringt, dann sein Teleport abbricht und All-In eingeht. Das will ich sehen von Darshan. Please. Please bait him. Bait him like Beckham. Naja, Guardian Angel nun fertig. Also Darshan wird man jetzt nicht mehr tot kriegen. Denn das Witzige beim Guardian Angel ist, du wirst wiedergeboren mit 30% deiner maximalen HP oder 700, glaube ich. Und ja, unter 40% ist dein WGG. Und deshalb schon mal eine schöne Synergie zwischen dem Item und der W-Fähigkeit. Plus natürlich, dass du wieder Resistenzen ohne Ende bekommst. Ich glaube, der hat jetzt also bestimmt 300 Armor wahrscheinlich und oder sagen wir mindestens 280 und 170 MR. Have fun. Das ist ordentlich. Also dazu sagen, Guardian Angel gibt halt wesentlich mehr Rüstung als Magieresistenz. Das ist auch die Baron. Oh, jetzt mit ihr. Die von CLG etabliert wird. Jetzt haben wir das ominöse 1 gegen 1 auf der Botlane. Schauen wir mal, wie gut Expect das halten kann. Da ist schon nochmal ein Level vorn. Kann ich nicht tun. Hui. Jetzt Hui hat fast 4000 Leben. Ja, gut. Und one-shotted. Diese Kombination macht's. Und hat verdammt nochmal viel Sustain. Und wird unsterblich für ein paar Sekunden. Ah, nicht unsterblich. Na, okay. In diesem Szenario schon. Oh, da sieht man, der Schaden von Sven darf wirklich nicht unterschätzt werden. Aber sie setzen dann wieder alle Lanes gleichzeitig unter Druck. Also Dash macht nun, was er will. Ist jetzt beim Turret angekommen. Aber das ist ein bisschen das Ärgerliche. G2 wirkt hier wieder so ein bisschen ideenlos. Sie pushen alle Lanes aus, farmen sich hoch, schön und gut, aber versuchen keinerlei Catches, irgendwie Vision zu denyen, CLG in eine Falle zu locken, sondern spielen das Spiel, was CLG möchte. Und das wird effektiv nicht zum Erfolg führen. Es sei denn, CLG erlaubt sich grobe Fehler, wovon ich einfach bei der bisherigen Leistung der letzten 29 Minuten nicht ausgehe. Nee. Ich glaube, hier hat die Niederlage sie wachgerüttelt aus dem letzten Spiel. Und CLG sagt sich jetzt, Leute, also gegen G2, gegen das Wildcard-Team aus Europa, müssen wir doch was machen. Oh, das sieht stabil aus. Und da schon mit dem Schild. Das Schild! Das ist halt riesig. Das ist wirklich absurd groß. Aber das kriegt er so am Ende relativ zügig. Wie wird jetzt zum, was das denn? Das nötig ist, weiß ich nicht. Oder nötig war. Sicher war. Ui, ja, ultra vor. Ich meine, Flash hast du sehr schnell wieder. Aber das hätte er nicht machen müssen. Ja, dachte da G2 committed, aber stattdessen bleiben sie weiterhin safe. Haben den Ghost bekommen, also immerhin. Aber nicht vergessen, beim quasi bisher größten Kampf war der Ghost einer der Hauptpunkte, warum Vladimir so effektiv war. Ja, aber wenn der Flash-Ghost cool ist, kommt niemand hinterher. Ja, das stimmt. Also das kann... Das meine ich ja. Also ich meine, Ghost ist quasi nicht unwichtig für Vladimir. Das heißt, jetzt hat man erstmal ein bisschen Ruhe. Wobei Ghost noch nicht so viel Cooldown hat. Deutlich weniger als Flash. Bin gespannt. CLG lässt sich jetzt wieder so ein bisschen Zeit. Kann man natürlich bei einem 7000 Gold Lead in 30 Minuten auch mal machen. Aber das ist ein bisschen Luft, die G2 jetzt gerade zum Atmen bekommen. Eine Zeit, in der sie überlegen können, was sie als nächstes machen. Das ist eigentlich von dir meine Geduld. Ja, das war wirklich so eine. Hey, wir sind noch da. Oh, Sven! Oh, der muss da raus vielleicht. Wäre so, sofort in dem Flourish da die gewesen. Die Qs treffen. X-Midi auch halbiert. Jin wird auf Cooldown. Vielleicht ist der Dive-Versuch von Hui. Wird jetzt hier aber anvisiert, hat kein Ghost. Der geht jetzt hier auf. Oh, 4-Mann Ultimate. Jetzt kriegt er erstmal 10.000 Leben wieder. Zack, volle Harry. Und es reicht nicht mal. Andersweise Darshan von der Seite. Ploppt CLG einfach die Perks hier auseinander. Balanced Champs am Start. Ein Ebener geht da raus auf die Vasallenwelle, wo gemerkt, oh, der gute Perks, der wurde da festgehalten von Stixey. Der macht hier auf jeden Fall ein gutes Spiel. Darshan mit dem Double Knockup. Oh, Q nicht getroffen, das leider. Das war definitiv nicht schlecht. Jetzt kommt Sven aus der Base, Full HP. Kann er hier nochmal was machen, ist die Frage. Alleine kann er nicht machen. Stixey muss nur seinen vierten Schuss irgendwie
aufgeladen bekommen. Die Flash nochmal weg. Sven, der macht das hier richtig gut. Aber down. Diesen Limit wird er nicht verteidigen können wahrscheinlich. Aber CG sind so angeschlagen, also das könnte hier gefährlich werden. Q hat getroffen, Snare sitzt nicht. Sven, der muss aufpassen, gibt hier alles. Crimson Q ist gleich wieder da. Tänzelt hin und her, aber der Inlet ist leider down. Ja, also ich meine, das ist jetzt auch der Feed, der durchkommt. Normalerweise hätte man hier auf die Two-Seite wesentlich härter bestrafen können. Aber sie sind so dermaßen weit vorne, dass die da eigentlich eine Handlung konsequent weiß. Ich meine, sie haben auch erst 2 Kills, beziehungsweise 2 Tode. Das ist halt gar nichts. Das haben sie gerade so gut. Oh, Trick, der ist schon ein bisschen eingefroren. Hat kein Ragnarok zur Verfügung. Also damit auch keine sicheren Escape. Da kommt die Gin und oh, raus. Knockdown. Da oben ist Sven! Oh, der kommt halt. Nein, der kommt nicht. Jetzt 1v2 Expect wird gestunt. Das gewinnt er. Oh, starker Flash! Aber trotzdem noch vernichtet worden. Burks jetzt hier mit dem Stun. Kriegt den Support, aber wird sein Leben definitiv verlieren. Und damit. Na, was machen sie? Machen sie den Baron? Also, da würde Stixey sterben. Ja, das ist das Problem. Dieser AOE-Schaden. Ich weiß gar nicht, wovon genau kommt der AOE-Schaden von Baron? Ich weiß, dass er da ist, aber. Von der Korrosion. Also, den kann man auch nicht abwenden. Wenn du fightest, dann. Aber hier reicht es doch nochmal. Hat er Lifesteal? Oh, der Morphrock ist noch aktiv. Dadurch kriegt er sein Leben. Der ist ja enraged dadurch. Hat er sogar echt viel bekommen. Ja, weil es ist ja Spellvamp und Lifesteal. Der Cute wäre jetzt auch nochmal ein bisschen gut. Hier sehen wir es nochmal. Jin, schöne Ultimate da oben. Dann zack, Sven fast im Ausgelöst hier. Und der Expect dann im 1v2. Also der Expect hat in dem Team wirklich einen guten Job gemacht. Aber der Rest war schon so fett, dass das 3 gegen 4 kein Problem war. Der hat richtig viel verhindert. Hier sieht man es nochmal. Ganzen Schaden verschluckt. Oh, schöner Flash an der Stelle. Und der tänzelt immer auf Max Range. Den Q oder sogar gefressen. Zack, da war down. Und der BM Backboard. Also CLG bietet auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Show für die Amerikaner vor Ort. Also das macht denen, denke ich, ganz gut Laune. In Richtung des zweiten Ocean Drake ist hier quasi eine Zierde. Denn mit dem Baron Buff heißt es jetzt Top-Lane gleichzeitig. Auch wie fett X-Midi inzwischen ist. Maw fertig, Phantom Dancer fertig, baut sich jetzt ein Traktar. Wenn du den Traktar Maw hast, dann kannst du als Graves reindashen, Autotech Q, Ult, Autotech machen und eine Syndra stirbt. Ich glaube, Syndra stirbt schon vorher. Wenn er critten sollte mit einem Phantom Dancer. Wenn er crittet, vielleicht sogar vorher, aber. Also, du kannst jetzt effektiv Squishies one-shotten. Und davon hat G2 mehr als genug. Ja. Man kann mit dem Item-Build so ziemlich jeden als Squishy bezeichnen, außer Trick, der hat jetzt ein bisschen Rüstung. Dafür kriegt er dann von Hui ins Gewicht. Ja. Und von Stixie, weil er ein bisschen Armor Pen hat. Jetzt nicht so viel, also ich würde jetzt nicht sagen, er hat 4 Items gekauft, die dir alle Armor Pen geben. Aber er hat ein bisschen Armor. Aber er hat 4 Items, die ihm alle Armor Pen geben. Ja. Muss ja denken, prozentual wird auch zuerst berechnet, was jetzt hier sein Kit angeht. Also zuerst die Bonuswerte von Trick runtergenommen. Und dann natürlich den Rest nur angegangen. Ah, es ist halt super unangenehm. Was natürlich auch die Spannung aus diesem Spiel rausnimmt. Also ich meine, G2, was will man da machen? Da ist wirklich wenig Auswahl da. Man bleibt sehr vorsichtig, also ist hier die sich auch der Tatsache bewusst, dass sie jetzt alle Siege brauchen, um all das noch rauszukicken. Definitiv, ja. Deswegen alles... Ja, vor allem bei der... Was CLG bei diesem Spiel eigentlich am meisten besorgen sollte, ist nicht, dass sie eventuell verlieren, sondern dass G2 wahrscheinlich gegen Albus genauso schlecht spielt. Ja. Und wenn Albus gegen G2 gewinnt, ist CLG raus. Das heißt, liegt nicht mehr in der Macht von CLG, Albus rauszukicken oder selbst quasi weiterzukommen. Die spielen jetzt so ein gutes Spiel runter. TP kommt raus. Der schnappt sich wieder Perks. Und der Unleashed Power kriegt der X-Midi nicht da. Und da ist der Morpher-Modus einfach viel zu effizient gegen. Kriegt da hier locker den Kill. Hui, der lebt halt immer noch. Halt sein nächstes Q gleich wieder zur Verfügung. Was macht Stixey da? Das irritiert mich jetzt doch ein bisschen sehr, aber Trick. What? Oh, wartet hier mit dem vierten Autotag, beziehungsweise mit dem Proc von der Braun Passive, bis die Olaf-Ult abgelaufen ist, überlebt das Ganze hier. Ist natürlich immer nicht so das geilste Gefühl, wenn du 6-0-8 als AD-Carry stehst, dich ein 0-3 Jungler anspringt, der keinerlei Gold hat und dich einfach trotzdem kein AD hat. Sondern nur voll Tank. Aber das ist Olaf. Und das ist hier das Game. CLG bleibt also im Rennen. Ja, um nicht mal unbedingt den zweiten Platz, sondern theoretisch auch sogar noch um den ersten Platz. CLG hat gerade G2 besiegt und muss jetzt G2 anfeuern. Tatsächlich, ja. Wir müssen jetzt quasi mit diesem Game G2 nochmal die besten Wünsche auf den Weg geben. Bitte gewinnt gegen Albus.
Oder, nee, gut, nee, gegen Rocks haben sie ja schon verloren. Wir müssen gegen, G2 muss jetzt gewinnen gegen Albus. Sonst sind die weiter. Das ist, vor allem, das ist doppelt nice, weil Albus quasi selber in der Hand hat, weiterzukommen. Ja. Wir müssen einfach nur gewinnen. So. Einfach nur gewinnen. Macht, so, was müssen wir machen? Gewinnen. Das ist schon mal eine gute Aussage. Es ist auch bedeutungsvoll. Das muss man auch jetzt, was Albus bekommt jetzt zwei Chancen. Gegen G2. Eklig, muss ich sagen. Du hast jetzt gerade den besiegt, auf den du jetzt setzen musst. Die Frage, so. Spielen sie zuerst gegen G2 oder zuerst gegen Rocks? Das werden wir jetzt auf jeden Fall gleich sehen. Weil, mal der große Applaus. Ich glaube, zuerst gegen G2, was findest du besser? Erstmal gegen den Endgegner oder erstmal gegen Rocks? Also der Plan sieht so aus. Das heißt, also G2, sie müssen ja erstmal gegen G2 gewinnen. Sie spielen erstmal gegen Albus, oder? Gegen Rocks, ja. Ja, Rocks ist ja außen vor so. Ich meine, nein, das meine ich ja. Rocks ist der Free Win. Ja, nee, aber das meine ich jetzt seitens Albus. Was ist besser für sie? Erst gegen den Knaller zu spielen oder erstmal gegen den Free Win? Theoretisch, also ist ja nicht Free Win, aber willst du erstmal quasi das schwere Team haben und dann sagen, gut, wenn man verliert, man hat jetzt den Easy-Gegner? Oder willst du erstmal gegen den Easy-Gegner spielen, aber wenn du gegen den verlierst, dann den Druck haben, wir müssen jetzt gegen Rocks gewinnen, um weiterzukommen? Das stimmt. Aber, ja. Mal gucken, wie schmecken Leute hier. Wir machen eine kurze Pause, danach gibt es die Analyse. Bis gleich. We'll be right back.
Hi, mein Name ist Maxim Markov. Ich bin Streamer, YouTuber und Kommentator. Und man nennt mich auch den Peter Lustig der League of Legends Szene. Zu League of Legends bin ich durch meinen Bruder gekommen. Ich habe damals Dota gespielt und mein Bruder gesagt, hey, lass mal LOL zocken, das ist ein neues Spiel. Und ich war am Anfang super schlecht, aber es hat mir sehr, sehr schnell Spaß gemacht. Weshalb ich sogar irgendwann die Entscheidung getroffen habe, einen YouTube-Kanal nur um League of Legends drumherum zu bauen. Und hatte dann irgendwann das Verlangen zu kommentieren. Und das Ganze ist alleine definitiv nicht stemmbar, weshalb Hendrik, Max und ich irgendwann Summoners Inn gegründet haben und die deutsche Community quasi unter einem Namen, unter einem Banner vereinen wollten. Das Schönste in meinem Leben sind meine beiden Kinder und meine Frau. Es macht absolut Spaß, da in Leipzig zu leben, buchstäblich, aber auch in Berlin zu arbeiten. Ich bin Maxim, ich kommentiere die Weltmeisterschaft und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Muss halt vorstellen, ne? CLG wird von Albus Nox komplett auseinandergenommen, nehmt dann G2 auseinander. Und CLG hat ja auch schon gegen Rocks Tigers gewonnen. Was ja im Grunde heißt, dass Albus Nox jetzt im nächsten Spiel total stompt, oder? Eigentlich schon. Ja. Das wäre die Logik. Macht auf jeden Fall Sinn. Wir haben es gerade gesehen, EU gegen NA war das Eröffnungsspiel dieser Worlds letzte Woche und jetzt gerade nochmal die Bestätigung. G2 schafft es auf Biegen und Brechen einfach nicht aus diesem Teufelskreis hinaus. Was ist so ein bisschen dein Fazit gewesen von dem Spiel? Wo hat es jetzt gehapert für G2? Ja, war doch knapp. Nein, also im Endeffekt hat es wirklich hinten und vorne nicht so ganz gepasst. Zum Anfang sah es ja ganz okay aus. Wir haben ja im Vorhinein schon gesagt, dass wir es so ein bisschen in CLGs Richtung geben würden und das war halt im Endeffekt diese Syndra war nutzlos. So, du hast halt zwei Leute mit Geistessicht gehabt, du hast halt zwei AP-Solo-Laner gehabt, bei G2 in dem Fall mit dem Rumble, mit der Syndra. So, die haben halt keinen Charme mehr gemacht. Und Syndra, wenn man einfach mal über die Komplexität dieses Champions nachdenkt, die lebt davon, dass sie halt jemanden one-shotten kann. Aber wenn die halt alle Tanks sind und Mehrwerte haben, noch ein Braum mit dabei ist, dann one-shottet die halt keinen mehr. Dann waren halt noch so ein paar Rotation-Fehler dabei, auch ähnlich wie sogar beim ersten Game heute von G2, dass halt sehr, sehr früh die Rotation von Perks auch kommt, dass er halt runtergefallen mit Lane. Bis dahin hat er halt noch eine relativ dominante Lane gehabt, konnte halt permanent pushen, konnte halt noch relativ gut traden, war ab und zu mal out of Mana, das war aber okay soweit, er hat zumindest den Druck auf Lane gehabt. Und seitdem er für die Poppy halt auf der Top-Lane quasi geghostet ist, runtergegangen ist von der Lane, Vladimir eine Wave reinpushen konnte und einen Free-Shop hatte, seitdem hat er halt komplett Pressure verloren und dann bauen die Türme halt einfach gnadenlos eingedrückt. Ich glaube, eines der größten Probleme war dieser 4-Mann-Botland-Dive, wo man gar nichts bekommen hat, ja. Nicht mal den Turret ja. Und dann wirklich so viel kassieren musste. Also relativ schlimm für G2. Ressourcenmäßig, wir springen rein ins erste Replay und gucken mal uns an, was da los war. Der Blue Buff wurde hier auf X-Mithy geworfen. Ja, also wie man sieht, Vladimir ghostet schon rein, deswegen Perks versucht eigentlich nur den Graves wegzuhauen und zu slowen. Hat aber, glaube ich, den Stun verfehlt, deswegen kam auch Graves wieder hinterher mit der Ultimate und einem Auto-Tag. Eigentlich einigermaßen guter Versuch, dann noch den Graves mitzunehmen, aber war zu spät. Dann hätte er entweder versuchen sollen, mit dem Stun noch zu warten, meiner Meinung nach, sodass er quasi versuchen kann, beide zu stunnen. Oder ich glaube, Trick war ja auch noch nebendran. Der hat ihn irgendwie komplett alleine im Stich gelassen. Der war ja noch Full Life, glaube ich, als Olaf. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ich glaube, der hätte da ein bisschen noch helfen können, aber es sah so ein bisschen aus, als wäre da schon irgendwie der Kampfeswille ein bisschen verloren irgendwie. Vor allem Trick ja während der regulären Season der wohl stärkste Spieler ja. Von G2, super konstant, super stark, jedes Spiel komplett gecarried und gerade eben rennt er auf der Botlane in der Situation rein, Lowlife stirbt, also wirklich ganz komisches Decision-Making auf einmal bei G2's Trick. Wir springen rein, nächstes Freeplay, auch in dieser Situation ganz knappe Sache mit dem Braum-Shield hier, Afromus, Stixxay gerettet und ja, der Flash-Q von Mithy. Ja, Mithy kommt halt nicht ganz ran. Super Klose natürlich an der Stelle. Aber Jhin, der kommt halt raus. Jetzt kann er irgendwo in sicherer Entfernung sein Ultimate gleich noch mitzünden. Und trifft natürlich Mithy, der ist schon ziemlich low. Perks spielt in der Zeit mal so ein bisschen Fang die Maus. Und kommt da sogar noch mit durch. Also er flasht hier durch den Turret durch und kommt dann raus. Aber im Endeffekt hat man halt wieder einen Klapp gegeben in einer Situation, die eigentlich gar nicht so schlecht für G2 erstmal aussah. Aber man hat das Ganze dann halt umgedreht. Und da hat man es auch wieder gesehen. Braum, der flasht halt, zündet sein Schild und kein One-Shot. Man darf halt auch nicht vergessen, in diesen Situationen geht es oft darum, es ist einfach diese halbe Sekunde. Wenn der Jhin gestorben wäre, hätten sie eventuell einen Autoturm holen können, einen Comeback oder einen Drachen oder vielleicht noch einen Follow-Up-Kill, weil Braum ja reingejumpt ist. Das heißt, wenn Jhin tot ist, hätte man vielleicht danach den Braum catchen können. Da aber der Jhin überlebt hat, konnte er noch gefühlte 1200 Schaden raushauen, was halt sehr, sehr entscheidend war, diesen Teamfight noch für CLG zu gewinnen. Und nachdem sie diesen Teamfight gewonnen haben, fand ich, war es schon so ein bisschen besiegelt, weil CLG hatte die tankigere Comp und war eigentlich unkillbar nach dem Zeitpunkt dann schon langsam, weil, wie er schon gesagt hatte,
Maw of Graves, Locket of Braum, Spirit Visage of Poppy und Vladimir. Genau, das war einfach dann eigentlich schon CLG unkillbar. Ja, also einfach die wichtigen Tools, eben diese Syndra-Ult und Co., wenn die halt einfach nicht reichen, hast du gerade eben schon gesagt, wenn die nicht one-shotet, so, da was soll es dann eben bringen? Wir springen rein. Nächste Situation hier mit dem ultimativen Flank von Vladimir an der Stelle. Ja, und mit dem Turm hat es dann nicht ganz geklappt. Der wurde halt da mit 10 Leben oder whatever noch zurückgelassen. Dann kommt halt Vladimir von der Leite, flankt da einfach und kriegt halt gleich ein 4-Mann-Ultimate raus. Hui, natürlich in Anbetracht der Tatsache, dass er da schon relativ tanky ist. Und halt ein 4-Mann-Ultimate trifft mit einem Crimson Rush, den kannst du auch nicht fokussieren, weil du ihn halt niemals tot bekommst, bevor das Ultimate halt durchkommt, und dann hält er sich halt wieder für, das hat Sola gesagt, der höchste Heal vorhin im Spiel war bei 1800 Leben, so in dem Dreh durch seine Ultimate. Also das war schon relativ krass und der Timer, da war an der Stelle eigentlich schon over. Man darf auch nicht vergessen, wir haben ja auch schon davor dem Spiel eigentlich gesagt, Huis beste Helden sind ja eigentlich Aurelion, Sol und Vladimir. Und meiner Meinung nach hätte man eigentlich den Vladimir von Hui predicten können, da er es auch letztes Mal in die Synth reingespielt hat und auch da eine gute Performance geleistet hat. Also hätte Gamers Joanna entweder den Vladimir bannen oder selber nehmen sollen. Also vielleicht einfach dieses Mal oder nächstes Mal ein bisschen anders drumherum spielen. Ärgerliche Sache für G2. Eine letzte Wiederholung haben wir noch, die wir uns anschauen. Da war dann schon so gut wie alles besiegelt. Man versucht hier das Nötigste noch rauszubekommen, aber es stirbt halt einfach kaum jemand. Ja, hier hat quasi schon jeder seine Items, deswegen, hier sieht man auch am Ende eigentlich guter Play von Expect, aber er macht nicht genug Schaden, da der Jhin auch schon seinen Maw hat, deswegen ist er auch schon übelst tanky und neben ihm stand der Braum mit dem Locket, deswegen, ja, das war quasi, macht glaube ich jetzt den Baron, dann ist es eigentlich schon over. Damit das Spiel dann eben beendet. Counter-Logic Gaming schafft es nach einer Niederlage gegen das Wildcat-Team Albus Nox, das europäische erstplatzierte Team der Seeds, muss man dazu betonen, einfach mal so komplett aus der Kluft zu rasieren. Jetzt im nächsten Spiel tritt das gefürchtete Albus Nox an gegen die Rocks Tigers. Also die Koreaner hoffen so ein bisschen auf den Sieg gegen das russische Wildcard-Team, kann man sagen. Die sind bisher super, super stark. Bisher konnten die Rocks Tigers auch nur als einziges Team Albus Nox besiegen in der Hinrunde. Dementsprechend sind wir gespannt, was daraus eben wird. Rocks Tigers kann sich damit, mit einem Sieg, sichert sich auf jeden Fall der Gewinner den Einzug ins Viertelfinale. Wir freuen uns extrem drauf. Gehen auch mal eine klitzekleine Pause rein und sind dann gleich wieder für euch da. Die Gruppe A wird heute entschieden. Wir freuen uns sehr. Bis gleich.